Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike, zum Thema Hangsicherung mit Gabionen. Wir sind mittlerweile im fünften Teil der Projektserie und ich möchte euch an der Stelle einfach mal einen kleinen Zwischenstand geben, wie weit ich schon gekommen bin, insbesondere hier an dieser Ecke, wo es etwas komplizierter geworden ist. Seid gespannt, bis gleich. Ja, ihr Lieben, während es oben auf dem Hügel mit meiner Rasenbewässerungsanlage weitergeht, bin ich hier unten in der Sicherung des Hanges an sich. Ich habe die Steinkörbe mittlerweile schon so gut wie fertig gestellt und ihr seht, dass sie hier an der Seite ziemlich weit in die Erde reingehen und das Ganze war mit Buddeln alleine gar nicht mehr zu schaffen, deswegen habe ich mich da eines kleinen Tricks bedient. Auf gut 20 Metern habe ich jetzt hier diese Körbe schon entlang gestellt und aufgrund des Spiels, was sie ja doch ein wenig hergeben, konnte ich hier eine Biegung herstellen, die bisher auch ganz gut den Hang abgebildet hat. Hier an der Kurve jedoch war es dann einfach zu eng gewesen, so dass ich hier nicht mehr rumgekommen bin und das erste Mal mit Kürzen arbeiten musste. Das Ganze habe ich dann wie folgt gemacht. Ich habe zum einen hier die Körbe einfach ineinander gestellt, übereinander gestellt. Ihr seht auch hier, dieser Korb ist erstmal nur provisorisch aufgebracht, dass das Ganze nicht ganz aufgeht. Und sobald die Füllung begonnen hat, werde ich dann entsprechend das Ganze noch einschneiden. Hier bin ich jetzt zu dem Punkt gekommen, dass der Hang dann doch ganz schön in die Höhe gegangen ist und ich jetzt hier nicht den Meter in die Tiefe noch reinbuddeln wollte. Deswegen habe ich einfach die Trennwände genommen, der Gabionen, und habe hier ein Unterkonstrukt gebaut, das ich ebenfalls mit Steinen auffüllen werde. Und auf dieses Unterkonstrukt folgt dann die eigentliche Gabionenwand. Und von der Höhe her müsst ihr euch das so vorstellen, dass diese Gabione, die ihr hier rechts im Bild habt, genau auf einer Linie ist mit dieser Gabione, die ihr hinten im Bild habt. Das heißt, ich werde hier unten diese Steinkörbe jetzt, diese drei Stück, verfüllen mit Steinen, die jetzt gar nicht so sehr am Sichtbereich sind. Auf diese drei Gabionensteine kommen dann die metrischen Steinkörbe obendrauf und ich habe dann eine Gesamthöhe, die dann bündig ist mit meiner bereits bestehenden Wand. Aber auch hier musste ich etwas basteln und das seht ihr hier an dieser Kurve, um dann eine Flucht zu bekommen in dieser Richtung, das ist die gelbe Linie hier, der gelbe Strick, habe ich auch hier die Körbe ineinander gestellt. Das seht ihr hier. Im Moment ist das Ganze auch noch nicht befestigt. Und hier oben drauf kommt ja dann der zweite Gabionenkorb, was ich dann einfach mal testen muss. Vielleicht hat der ein oder andere da auch schon einen Tipp für mich, ob ich das Ganze dann einfach hier mit dem Bolzenschneider dann ja, abtrenne, beziehungsweise ob ich das einfach so stehen lasse. Und durch das Gewicht der anderen Körbe sollte sich das ja auch relativieren. Ich werde nun diesen Bereich bis zu den anderen Gabionen weiter ebnen, abgraben. Das ist nicht mehr viel. Die Höhe an sich entspricht ja diesem hier, diesem Korb hier vorne. Und dann ist es mein Ziel, wenn ich das Ganze jetzt Stück für Stück hier weiter aufbaue, hier drüben eine Öffnung zu belassen, um dann neben der bereits bestehenden Gabione hier, da wo das Leerrohr liegt, eine Treppe einzubauen, um dann auf schnellen Wege von meinem Gartenweg oben hier runter auf die Rasenfläche zu kommen. Weiterhin wichtig, alles, was vielleicht später mal kommen könnte, schon zu berücksichtigen. Ihr seht mein Leerrohr hier liegen, ihr seht auch den Rest meines Potenzialausgleichs hier liegen, den ich hier auf der gesamten Länge mit eingebracht habe. Das Leerrohr an sich, keine Ahnung, wie viel ich davon wirklich brauchen werde, aber es schadet nichts, wenn ich es drinne habe. Spätestens zur Steuerung der Rasenbewässerungsanlage werde ich es aber brauchen. Die Leerrohre als auch die bereits verbauten Wasserrohre habe ich in relativ geringen Abständen regelmäßig unter den Steinkörben hindurchgelegt. Das seht ihr dann hier. Ich stelle jetzt einfach mal ranzoome. Einfach aus dem Grunde, ich möchte später mal keine Probleme haben, wenn ich hier Rohre einziehe, dass dann die nicht mehr durchpassen oder nur schwer einzufädeln sind. Deswegen nutze ich hier eher kleinere Abstände und setze dann hier unten in die Erde einfach Verteilerdosen, wasserdichte Verteilerdosen, um eine entsprechende Weiterleitung zu gewährleisten.
Die Körbe hier habe ich bereits mit Verlegekies aufgefüllt, einfach um etwas Spiel zu haben, um die Körbe schon etwas zu stabilisieren und damit die Steine, die ich dann einfülle, mir unten ja nicht durchrutschen. Das Ganze ist ja hier auf gewachsenen Boden gebaut, das heißt nach unten hin sollte die Statik definitiv reichen. Und von der Höhe her ungefähr 10 bis 15 cm dieser Körbe werden in der späteren Mutterschicht verschwinden. Das heißt auch, die Leerrohre, die ihr jetzt hier noch seht, die werden später mal unterhalb der Erdschicht sein. Tja, und nun geht es weiter ans Buddeln. Die restlichen Körbe hier oben wollen gestellt werden. Wie das Ganze dann ausschaut, bleibt dran, ich zeige es euch gleich. Die Körbe sind nun alle gestellt. Wie ihr sehen könnt, das passt mit dem Gefälle ganz gut. Ich habe das Leerrohr bereits eingefädelt. Im Hintergrund seht ihr noch das Potentialkabel. Das werde ich jetzt direkt mit den Drahtkörben noch zusätzlich verbinden, um weiteres Potential oder einen weiteren Ableiter herzustellen. Und anschließend werde ich dann mit den Verlegekies das Ganze unterfüttern und ausrichten. Vom Gefälle her passt das Ganze schon. Aber die Neigung nach vorne und hinten, das ist noch nicht so ganz. Das mache ich dann mit meinem Verlegekies. Und auch hier, ihr seht es dann dort hinten, das ist nicht ganz so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Da ist dann doch eine recht große Lücke. Aber die Erde, die dann später hier aufgetragen wird, wird in etwa auf dem Niveau sein, wie dort die Unterkante ist. So dass das in sich dann tragen sollte. Das Ganze hier auch gewachsener Boden. Ein Meter Steinkorb kommt drauf. Die Last sollte definitiv halten. Zum Vergleich, diese Wand hier steht mittlerweile seit über 10 Jahren. Und da in der Mitte ist vor einem halben Jahr eine 30 Meter große Buche draufgeknallt. Die Steinkörbe hat es zerstört. Aber auch hier ohne Fundament oder ähnliches, das Ganze hat gehalten. Ich bin da ja auch zuversichtlich, dass das hier drüben nicht viel anders sein wird. Das heißt, jetzt noch das Potential anklemmen. Anschließend kommt dann hinten dran noch das Vlies, damit mir keine Erde durchspült. Und dann wird das Ganze ausgerichtet. So, die Körbe sind fertig gestellt und ausgerichtet. Wie ihr sehen könnt, habe ich überall großzügig den Verlegekies eingebracht, auf der Rückseite das Vlies festgemacht, das Ganze jetzt über eine Richtschnur in der Flucht ausgerichtet und natürlich auch in der Höhe. Die Körbe haben ein leichtes Gefälle zum Hang hin, das soll auch so sein, damit der Druck, der dann später mal über die Erde durch den Hang kommt, besser weitergegeben bzw. abgetragen werden kann. Hier vorne wird es dann ein wenig tricky. Ich habe jetzt hier mit Ziegelstein zunächst das Ganze aufgebaut, habe das auch großzügig hinterfüttert. Auf der anderen Seite habe ich hier schon begonnen, alte Steine einzubringen. Dieser Bereich wird später nicht sichtbar sein. Das Erdniveau wird ungefähr auf dieser Höhe hier sein. Das heißt, ein Teil wird hier dennoch offen bleiben. Da muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Notfalls werde ich hier einfach das Ganze einschalen, noch ein bisschen Beton einbringen, dass ich hier einen Anker setze, einen Ringanker oder irgendwas in der Richtung. Ja, auch hier das Vlies erstmal aufgelegt und bis hierher an die Ecke wird später ja die zweite Korbreihe kommen. Das kann ich allerdings erst einbauen, wenn natürlich hier unten die Reihen gefüllt sind. Ich habe jetzt auch überall bereits die Spiralen eingebracht, außer vorne die Längsspiralen, um das Ganze beim Ausrichten doch mehr, ja, oder besser hinzubekommen, um mehr Stabilität zu haben. Ohne diese Spiralen sind die Körben dann doch recht wackelig und dann ärgere ich mich dann hinterher, wenn es nicht ganz so gepasst hat. Auf der Rückseite sieht man jetzt schon, wie es mal werden soll. Ich habe jetzt unten den Bereich schon mal vorsätzlich angefüllt, damit das Vlies nicht weggeweht wird. Zurzeit ist es sehr windig. Das Ganze dann zusätzlich mit kleinen Kabelbindern festgemacht. Ja, das seht ihr praktisch hier. Kleine Kabelbinder. Hier drinnen habe ich dann das Potential noch mit untergebracht. Und hier ein kurzer Blick
aus der rückwärtigen Perspektive. Vereinzelt ist die Erde vom Hang schon abgefallen. Aus dem Grund war es ja auch nötig, dass ich mich hier etwas beeile. Weitere Erde werde ich aber erstmal nicht einbringen, um zu verhindern, dass mir dann doch die Körbe zu weit verrutschen. Also die halten richtig stabil, da zerrt keiner mal was dran rum. Aber wenn dann doch einige Tonnen an Erde hier kommen, glaube ich, da ist das Ganze nicht so sicher. Tja, und nun folgt der nächste Schritt. Das ist das Einbringen der Steine. Das wird sich jetzt doch sehr an die Länge ziehen. Ist eine sehr arbeitsaufwendige und sehr anstrengende Arbeit. Und mein Ziel ist es hier für diese knapp 30 Körbe, die ich hier habe, ja, einen großen LKW kommen zu lassen, dass der diesen Bereich hier einfangen kann und mir das Ganze hier irgendwo abschüttet. Und damit er das machen kann, muss ich ganz da vorne an diesem Bereich eine Verfestigung machen. Da ist nämlich mein Abwasserschacht und der ist nicht befahrbar. Erst recht nicht dann von 40 Tonnen LKW. Da muss ich vorneweg noch Vorbereitung treffen. Das wird erst in ein paar Wochen werden. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge, nur zu, nutzt die Kommentare, schreibt mir. Alle Produkte, die ich hier verwende, habe ich zusätzlich unten natürlich nochmal in meiner Linkliste eingebracht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.